wenn wir gerade so schön beim Sparen sind. Geburtstage. Ja, heute hat mein Pater Toni Geburtstag, mein Mann. Das kostet jetzt nicht Geld, aber bei den Kindergeburtstagen. Was da nicht Geld ausgegeben wird, und es ist so schade, kein Kind spürt oder merkt, wie viel Geld du ausgegeben hast oder ob du das selbst gemacht hast. Denn gerade diese kleinen Dinge, wenn wir eine Piratenparty machen und dann kaufen wir ein bisschen Servietten hier, ein bisschen Becher, ein bisschen... Ich glaube, keine Mutter hat das Kind weniger gern oder weniger lieb, nur weil es nicht viel Geld ausgibt. Aber man hat so diesen Druck, so dieses Gefühl, ich muss, ich müsste. Wie dauernd im Alltag. Nein, du musst nicht. Es sagt niemand, du musst. Was du eher brauchst, ist Mut und zu dir selbst zu stehen. Zu sagen, nein, bei uns gibt es jetzt zum Beispiel keine Mitgibsel. Also das ist hier im Tessin sehr üblich, dass wenn die Party vorbei ist, so amerikanisch, dass man danach noch etwas mit auf den Weg. Wenn du das einmal ausprobiert hast, dann wirst du sehen, die Welt verändert sich nicht und deine Freunde werden immer noch deine Freunde sein und niemand wird über dich tratschen oder quatschen. Nein, es bleibt gleich. Wenn du Zeit und Geld hast und Lust hast, dann kannst du natürlich machen, was du willst. Ich gebe hier zum Teil einfach Tipps für Leute, die wirklich sagen, ich möchte Geld sparen, weil ich ein Ziel habe und ja, mein Geld nicht für eben andere Dinge ausgeben. Nur meistens ist das denen nicht. Ich habe noch was, was mit Stress zu tun hat. Weißt du, wann wir so richtig gestresst fühlen? Meistens dann, wenn wir nicht genau wissen, was wir jetzt zu tun haben. Wenn wir tausend Dinge im Kopf haben, wir müssen das, wir müssen hier, wir müssen überall, dann am besten ein Blatt Papier nehmen, alles schnell aufschreiben, was einem in den Kopf kommt, im Sinn ist, was da rumschwirrt. Und dann klar strukturieren, was mache ich heute, was mache ich morgen. Das bringt Ruhe rein und du weißt genau, ich muss da.